pages. Yes. From Lisa. Weiter geht's. Eingeräumt. Also, ja. Komm, komm. Und hier ist Tor. Sigi, 1, 2, 3, hört es. Ich weiß, du kannst mir nicht antworten. Eigentlich mag ich mit dir so reden, ohne dass ich mal Sprüche kriege. Danke. Tschüss. Ja. Schön. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein ganz herzliches Toi 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 zu unserer heutigen Ballett-Uraufführung Schwanensee. Allen Beteiligten bestes Gelingen, gute Kraft und viel Vergnügen bei unserer Premiere. Schön in die Ecke setzen vielleicht, weil die Tänzer müssen öfters mal einfach abrennen und da ist es ziemlich dunkel, die sehen das nicht und nicht, dass sie plötzlich drüber fliegen. Ja. Du, ich habe auch gedacht, hast du Kuchen mehr aufgemacht? Ja, sauber, er ist nur etwas weniger. Ein war weg. Ach, schade. Ja, ich habe schon gedacht, es ist schon cool, wenn im Laufe des Stückes es immer mehr aufgeht. Das ist gut. Da brauchen wir nur einmal von unten nach oben fahren. Und du wirst es machen. Bitte Ton und Beleuchtung zu besetzen. Ton und Beleuchtung bitte besetzen. Ich bitte die Maschine zu besetzen. Maschine bitte besetzen. Ich bitte den Kollegen der Technik in den Kobus. Ich bitte einen Kollegen der Technik in den Kobus. So, ich bitte jetzt alle auf. Thank you.
Ja, also die Idee ist schon sehr alt. Um genau zu sagen, 2008 hatte ich das erste Mal die Idee, mich mit Schwanensee auseinanderzusetzen. Allerdings auch schon damals nicht das Stück nachzuerzählen, so, weil das gibt es einfach, das ist eine Handlung, die existiert. Und mich interessiert dann, also damals hat mich sehr die Figur der Odette interessiert, die ja doch für jede prima Ballerina, sage ich mal, der Klassiker ist, weil es ein der wenigen Ballette ist, was der Ballerina so viel abverlangt, weil sie doch zwei wirklich konträre Gesichter zeigen kann im klassischen Stoff. Und für mich war spannend, zu der Zeit sie als eine Persönlichkeit, als eine gespaltene Persönlichkeit darzustellen. Also ich kann dir gar nicht mehr dazu sagen, was da noch alles dran hing. So, das habe ich dann aber fallen lassen, aus verschiedenen Gründen. Und offenbar schlummerte es aber über die ganzen Jahre noch in mir. Manchmal ist das so mit bestimmten Stücken, da hast du eine Idee und du spürst aber auch, das ist jetzt aber nicht der Zeitpunkt, das zu behandeln. Und ja, so vor 2 Jahren fing es quasi wieder an, so aha, da war doch was und das ist noch da, also hat es Bestand in mir und gilt dann auch, sucht sich seinen Weg. Ich kann dir nicht genau sagen, warum der Stoff oder so, aber der sucht sich einfach einen Weg. Da existieren Bilder, die im Kopf drin sind, auch da weiß ich manchmal am Anfang, also in diesem ganzen Anfangsprozess nicht, was die bedeuten sollen, aber sie sind nun mal da und gehen nicht mehr weg. Und dann habe ich das Angebot bekommen hier und das war im Prinzip der Auslöser für mich, okay, jetzt werde ich dem nachgehen, was da ist, weil ich einfach die Möglichkeit habe oder den Raum bekommen habe, das auch umzusetzen. Das Prozedere ist auch sehr unterschiedlich. In dem Fall ist es jetzt so gewesen, dass ich gefragt wurde, ob ich mal wieder ein Stück machen möchte in Cottbus. Und ja, natürlich möchte ich mal wieder ein Stück in Cottbus machen. Und das erste Treffen war dann mit Martin Schüler, mit dem Intendanten und mit Dirk Neumann, dem Ballettmeister, wo ich eine Art Idee präsentieren sollte. Und da das nun gerade in mir schon so auflebte, habe ich gesagt, ja, ich beschäftige mich mit Schwanensee und habe zu dem damaligen Zeitpunkt war die Geschichte noch ein bisschen anders, als sie jetzt sich darstellt, vorgestellt. Es war noch sehr vage und tatsächlich ein Mini-Konzept, weil das meiste passiert schon in der intensiven Arbeit. Also 2 Jahre vorher weißt du noch nicht, oder ich noch nicht genau, aha, worauf wird das wirklich genau hinauslaufen. Ja, und da habe ich eine Art Konzept geschrieben dazu und habe das vorgestellt. Nee, hatte ich nicht. Hatte ich in dem Fall nicht, weil das Ballett mir auch völlig unbekannt war. Ich habe zwar schon mit 2 verschiedenen Companies, die hier zuvor schon waren, gearbeitet, aber die waren alle nicht mehr da. Das heißt, für mich war auch klar, ich hatte zwar Rollen im Kopf, aber ich wusste nicht, wem ich was geben werde dazu. Ich musste sie auch erst immer kennenlernen als Menschen und ein bisschen Tuchfühlung aufnehmen. Und das hat im Arbeitsprozess selbst auch nochmal so 2-3 Wochen gedauert, bis ich bestimmte Rollen dann zugeordnet habe. Wer die Odette gespielt hat, das war mir von vornherein klar, die Greta. Und den Rest habe ich tatsächlich über Arbeit mit denen für mich herausfinden können, im Kennenlernen eben. Also es fiel mir überhaupt nicht schwer, die zu motivieren, weil ich hier wirklich einem absolut offenen und kreativen Ensemble auch begegnet bin, die sehr neugierig waren auf das, was da kommt. Was war der zweite Teil gewesen? Motivieren war das eine und das andere? Genau, ob sie motiviert sind, beziehungsweise... Ja, ob sie eigene Ideen einbringen. Genau. Absolut, dazu habe ich sie auch sehr ermutigt. Ich bin es auch gewöhnt, allein durch meine Arbeit, als ich noch Tänzerin war, habe ich immer mit Choreografen gearbeitet, die sehr bei dir nachschauen, was auch von dir kommt. Und diesen Weg waren sie nicht so gewöhnt, aber auch da, muss ich wieder sagen, waren sie ganz offen und haben auch immer mehr Lust versprüht, selbst sich auch einzubringen. Ne? Wirklich auch in der Choreografie, das muss man unbedingt sagen, dass sie choreografisch sehr beteiligt waren. Manchmal habe ich auch wirklich Aufgaben verteilt und die haben wir dann gegenseitig
ja, analysiert und beobachtet, ja, passt das oder müssen wir es in eine andere Form noch bringen und so weiter. So lief das und das war eine tolle Arbeit. Ich glaube, so gegenseitig auch eine gute Erfahrung. Also Training haben sie erstmal immer, sowieso jeden Tag. Das ist der Job. Du musst deinen Körper fit halten, immer und immer und immer. Proben haben wir ausgeschöpft, so gut es ging. Je nach den Zeiten, es ist ja auch so, dass dieses Ensemble speziell hat ja auch unfassbar viele andere Stücke zu tanzen und zu bewerkstelligen, weil sie einfach auch in der Oper und Operette sehr eingesetzt werden. Das heißt, wenn man jetzt davon ausgeht, ich habe also 6 Wochen so ungefähr, so eine Produktionszeit, stampft die sich aber sehr ein. In einer Woche kannst du vielleicht von maximal 3 wirklich realen Probentagen sprechen, die du effektiv nutzen kannst. Ansonsten sind sie in Vorstellung oder müssen andere Stücke mit vorbereiten. Also muss die Arbeit sehr, sehr konzentriert und sehr zielgerichtet funktionieren. Ja. Gar nicht, also selbst wenn du ein deutsches Ensemble hättest, könnte es auch sehr bunt sein, rein vom Charakter. Und natürlich ist das nun auch mal nun auch international ein sehr buntes Ensemble. Aber alle verstehen sehr gut Deutsch, das muss man sagen. Und meistens mündet das dann aber auch in ein Deutsch, Englisch, Spanisch, Kauderwelsch. Das auch sehr. Also man versteht sich eigentlich immer. Also es war überhaupt keine Barriere, die Sprachen. Ergibt sich im Prozess hier speziell auch schon sehr, sehr früh, weil ich schon sehr früh wusste, dass ich hier ein Stück mache. Wusste ich schon, mit wem ich die Kostüme machen will. Und ich wusste, mit wem ich die Bühne machen will. Und insofern konnten wir uns sehr früh schon unterhalten. Aber trotzdem ist das ein Prozess, der wirklich konkret erst auch in der Arbeit wird. Beim Bühnenbild nicht, weil da gibt es genaue Abgabetermine. Und das hat die Heike Mieber auch wunderbar gemacht. Aber da zum Prozess zum Beispiel, das, was man jetzt auf der Bühne sieht, ist der 4. Entwurf, den wir da uns gegenseitig sozusagen besprochen haben. Das sind auch unterschiedliche Dinge. Also Kostüm und Bühnenbild, das konnte ich mir aussuchen selber, mit wem ich das erarbeite und wer das mit mir erarbeitet. Was das Licht betrifft, da bist du hier einfach an einem Theaterbetrieb und im großen Haus gibt es eine spezielle Crew, mit denen machst du das dann. War für mich auch eine neue Erfahrung, weil zuvor hatte ich eigentlich immer nur in der Kammer gearbeitet und da wusste ich, mit wem ich zusammenarbeite. Hier waren das einfach neue Personen für mich und auch die, wirklich alle, eigentlich durch die Bank, Technik, Beleuchtung, Ton, sind uns, dem Regie-Team, auch mit einer großen Offenheit und Zuwendung begegnet. Kann man echt nicht anders sagen. Kenne ich andere Erlebnisse. Naja, Nicole Lorenz zum Beispiel für Kostüm, Heike Mierbach fürs Bühnenbild, der Dramaturg Andreas Fenschmidt. Da ist sehr, sehr viel auch im Vorfeld passiert, um das Stück gedanklich schon mal in einen Rahmen zu bringen, an dem man sich entlanghangeln kann. Hoffentlich vergesse ich jetzt niemanden. Dann letzten Endes, was auf der Bühne ist, natürlich Beleuchtung, Ton, Technik. Und in dieser Produktion dann speziell noch haben wir noch 2 Leute ins Boot geholt. Das ist einerseits der Komponist. Also es war für mich auch eine neue Erfahrung, mit einem Komponisten zusammenzuarbeiten. Und da fällt es immer schwer, also auch ihm fällt es schwer zu sagen, der Dr. Markus Döring, der sich mit einer speziellen Echtzeit-Videotechnik beschäftigt. So, und die kamen alle zusammen zu verschiedenen Zeiten und dann schaust du einfach, was man daraus gemeinsam wuppen kann sozusagen. Ich muss sagen, alles, ja, weil in dem speziellen Fall alles unbekannt, also alles unbekannte Komponenten dazu kamen. Das Einzige, wo ich sicher war,
Das war eben die Kostümbildnerin Nicole Lorenz und Heike Mirbach, weil wir schon miteinander gearbeitet haben. Und mit allen anderen hatte ich noch nie gearbeitet. Mit dem Ensemble nicht. Also du weißt nicht, mit wem du es zu tun hast. Ne? Mit der Musik, mit dem Komponisten, das war eine komplett neue Erfahrung, also jemanden da reinzuholen. Ich bin auch, glaube ich, sehr speziell in dem, was so mein Musikgeschmack ist. Und dann hast du auch einen Komponisten. Das muss man auch erstmal finden, miteinander, wo da der Weg sein kann. Und natürlich auch mit dieser Videotechnik, die ich auch gar nicht kannte. Also es gab viele, viele Unbekannte. Eigentlich alle. Alle, die beteiligt waren, haben mir Halt gegeben. Und dieser Zweifelprozess, der ist auch... mittlerweile bekomme ich immer... schon gespiegelt auch von Leuten, also wie Andreas Fenschmidt, der Dramaturg, oder von Nicole oder von Heike Mirbach, also die mich einfach auch schon in anderen Inszenierungen erlebt haben, die wissen, ja, die Katastrophe kommt immer und das große Zweifeln, und da hörst du dann natürlich auch, ja, das passiert dir immer und es ist aber nicht so, wie du glaubst. Aber das große Zweifeln existiert immer, eigentlich auch von Anbeginn, ne? Und du hast ja da was in dir drin und du kannst nicht wissen, ob du die Übersetzung dafür findest, weil die Übersetzung ist so ganz anders als das, was sich im Kopf breit macht. Und für beides kannst du nichts. Das muss da irgendwie durch und auch ein bisschen hoffen, dass alles so aufgeht, wie man sich das irgendwie zusammen spinnt, kann man auch sagen. Ja. Das ist aber so, das ist noch so die nächste Ebene, also die Zuschauerkomponente, da muss ich ehrlich sagen, die blende ich fast bewusst aus während dem Arbeitsprozess. Weil wenn du das die ganze Zeit tust, also wenn ich das die ganze Zeit tun würde, daran zu denken, na, ob das der Zuschauer jetzt versteht, da rutsche ich so nah an diese Zweifel, die ich eh habe, dann kann ich einpacken. Ne? Ich hoffe aber, dass es verstanden wird, das schon, ne? Hoffentlich. Also weniger das Na, ob die das verstehen werden, mehr hoffentlich versteht das irgendeiner. Aber es ist kein Dauerzustand, der mich in den Proben begleitet, weil dann kann ich nicht mehr klar sein und vorne stehen und mit den Tänzern die Dinge angehen, die wir dann immer angehen. Ne? Also in der Produktion gehe ich schon sehr auch auf Feedback, also von vertrauten Menschen, du bist ja so verletzlich als ich. Du machst dich ja so nackt mit so einem Stück. Ne? Du behauptest einfach, da ist was in dir, das musst du jetzt unter die Menschheit schicken, unbedingt, du kannst gar nicht anders. Und dann, das kann ich nicht so Kritik, genau. Also während der Produktion gehe ich, glaube ich, sehr konstruktiv mit Kritik um. Nach der Produktion, also was ja jetzt genau der Fall ist, bin ich äußerst sensibel und kann ganz schwer Kritik ertragen, erstmal. Dazu brauche ich genügend Abstand, um so Sachen, die berechtigte Kritik zum Beispiel sind, annehmen zu können. Weil es ist alles so dünnhäutig. Und wenn dann auch nur irgendeiner sagt, ja, das war toll, aber... Da höre ich nur noch das Aber. Ja. Insofern, da weiß ich, da bin ich in einem Jahr ganz anders, weil dann hat man den Abstand. Und dann würde ich eigentlich die Leute, die das Aber hatten, fragen, was waren denn Aber eigentlich? Jetzt könnte ich das gar nicht aushalten, glaube ich. Weil es ist so viel, was da in einem greift. Und diese Zuspitzung in dem ganzen Stück, mit allen, alle also, ne, arbeiten auf etwas hinaus und dann kommt das raus und dann brauchst du einfach ganz viel Liebe und Zuwendung. Also ich. Andere sind da anders, bei mir ist es so, mittlerweile kenne ich das gut. Ja. Extrem offen begegnet sind und auch der ganzen Produktion, der ganzen Idee gegenüber. Und da muss ich an der Stelle wirklich nochmal an Dirk auch Danke sagen, dass er mich geholt hat und das Stück und mich speziell so als Gast auch wirklich unfassbar gut begleitet hat. Ja, also egal, mit welchem Problem ich auch immer gekommen bin,
Das, ich konnte ihn zu jeder Zeit ansprechen und sagen, du Dirk, hier das und hier jenes und kannst du nächste Woche mich mal an irgendwas erinnern, also was auch immer, so 1000 Beispiele. Und du konntest dich darauf verlassen, er hat das alles, also er hat mir richtig den Rücken freigeschaufelt für diese Produktion und hat alles möglich gemacht an Probeneffizienz, was für diese Company in diesem Probenprozess, wo sie ja wirklich auch andere Baustellen haben, möglich war, das hat er möglich gemacht. Das läuft natürlich bei der Inspizientin zusammen, das ist die Mandy Krügel, die ein ganz großes Verständnis und eine ganz große Klarheit und Sicherheit hat. Bei ihr läuft es wirklich zusammen. Also sie hat einen Job, den könnte ich nicht bedienen und sie hat es aber mit so einer ganz starken Souveränität gemeistert. Eben genau das, was du sagst. Also die Tänzer wissen schon, wo sie was machen müssen, aber eben wirklich speziell alle anderen Gewerke, Drehscheibe, Beleuchtungs-Cues, Ton-Cues und so weiter. Und sie muss alles im Blick behalten. Sie muss das Stück eigentlich auch in- und auswendig kennen. Und da muss ich sagen, da kommt ihr sicherlich auch, was jetzt die Produktion speziell betrifft, aber ich glaube, das steht auch für andere Produktionen, wo ich es erlebt hatte, zugute, dass sie selber Tänzerin war und sie war auch mal eine meiner Tänzerinnen und eine hervorragende Tänzerin. Mit einer ganz starken Präsenz, ne, und das und einem ganz großen Charakter. Und das spürst du einfach, wie sie die Dinge handelt, die sie da zu handeln hat. Das ist eine ganz große Leistung. Also da ziehe ich meinen Hut vor Mandy. Und bei ihr, wie gesagt, läuft alles zusammen. Und da hat sie kühlen Kopf bewahrt. Aber das ist auch ihr Wesen. Also sie ist so ein Mensch, der eine große Klarheit und Klugheit und Menschenoffenheit und Schönheit in sich trägt. So kann man nicht anders sagen. Also in erster Linie bin ich Leiterin Statisterie, also für Statisten, die Laien sind und Lust haben, mal auf der Bühne zu stehen. Das beinhaltet auch Organisation des Kinderchores und Jugendamt und so. Und Bühnenmanager nach Bedarf heißt das. Also was heißt Bühnenmanager, Assistenz, Inspizienz, Souffleuse. In allen Bereichen, wo ich gebraucht werde. Naja, also entweder ich bin eingeteilt als Assistentin, dann sitzt du halt neben der Regie und oder neben dem Choreografen und musst quasi das Stück mitlernen, komplett, dass du quasi Proben dann leiten kannst, wenn jemand krank ist oder um Studierung oder sowas. Proben vorbereiten kannst und so weiter. Inspizient ist, du fährst die Vorstellung am Pult. Du gibst alle Zeichen für die Lichtstimmungswechsel, für wenn das Bühnenbild sich ändert, wenn die Technik einen Umbau machen soll, wenn die Tänzer auftreten sollen oder Musiker, je nachdem, wo ich eingesetzt bin. Oder Souffleuse ist eben Text vorsagen, den Sängern oder den Schauspielern helfen, wenn Not am Mann ist. Ja, also Greta ist die Hauptrolle des Stücks. Jason auch, wobei ich das nicht so unbedingt hochheben würde, weil da müsste ich auch Emily und Nico nennen, die mindestens genauso viel zu tun haben, wenn man es jetzt rein praktisch an Bewegung oder wie oft man dann eben was zu tun hat. Greta ist toll. Also Greta ist eine junge Tänzerin, die wirklich, also die ich auch so noch nicht gesehen habe. Sie ist eine sehr grazile Tänzerin, also das hat man vorher schon in den Arbeiten gesehen, aber bei Schwanseele hat sie sich auch sehr auf den Bewegungsduktus von Gunde eingelassen und hat viel dazugelernt, glaube ich. Ist sehr intelligent, also weiß genau, was sie tut. Auch inhaltlich, was sie mit der Bewegung ausdrücken möchte. Und dasselbe, also wo ich sehr überrascht war auch Emily, muss ich sagen. Also sie habe ich so noch nie gesehen. Sie ist auch noch jung und neu im Ensemble. Aber da habe ich gestaunt. Also Greta ist 21, glaube ich, also wirklich noch sehr jung. Oder vielleicht ist sie auch schon 22, das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber also sehr, sehr jung und man bekommt das mit, was man an der Schule gelernt hat, natürlich. Aber man lernt ganz viel eben dann mit verschiedenen Choreografen am Theater und
Ich finde, je mehr verschiedene Choreografen man hat, mit denen man arbeiten kann, umso reicher wird das Repertoire für einen selber. Also das habe ich auch selber kennengelernt. Wenn ich jahrelang mit einem und demselben Choreografen gearbeitet hätte, kommt man in so eine Schiene, die immer gleich ist, natürlich. Und ich konnte mit vielen Choreografen auch arbeiten und jeder hat so sein spezielles eine Arbeitsmaterial, spezielle Bewegungen, und die aber immer anders sind. Und jeder arbeitet anders und das bringt einen weiter als Tänzer. Ja, ich möchte schon auf alle Fälle kreativ weiter sein. Ich würde auch unbedingt noch mal ein Stück machen wollen mit Gunde. Aber als Inspizientin? Nee, als Tänzerin. Als Tänzerin? Ja. Ja, sie hat die Gabe, die Leute so zu benutzen, Anführungsstrichen, oder einzusetzen, um die Stärken rauszuholen. Und ich hätte natürlich nicht mehr die Stärken wie eine Tänzerin, die 20 ist, ist klar. Aber ich habe halt Erfahrung über die Jahre und ich glaube, das würde sie rauskitzeln. Das würde mich einfach mal interessieren. Also wie sie damit umgehen würde, wie ich damit umgehen würde, was im Endeffekt da rauskommen würde. Ich glaube, 4 mit meinem Bruder zusammen. Wir haben angefangen. Und dann gleich schon klassischen Tanz? Ja, oder? Genau. Also nein, erste Mal, wir haben wirklich andere gemacht. Wir haben Latinisch gemacht und zusammen in beide. Und dann wirklich klassische. Ich habe angefangen in. Ich war 13. 13 Jahre? Ja, ein bisschen spät, aber ja. Also 13 Jahre Ballett. Genau, richtige Ballett, ja. Aber weil ich war klein, ich habe immer getanzt. Andere Sache, aber immer Tanz, ja. Ja, sie waren wirklich glücklich, aber sie waren keine Tänzer, beide. Aber sie waren immer wirklich in unserer Seite für das. Ja, sie haben wirklich viel, viel gemacht für uns. Ja, ich war in einer Schule, erste Mal in meinem kleinen Ort in Biella, wo ich war. Und dann in Milano, in einer großen Schule. Und dort habe ich viele Stile gemacht, andere, Classical Ballett und auch modern und kontemporan und auch Hip-Hop und ja, wirklich viele Sachen, ja. Wie war dann dein Werdegang nach Deutschland gekommen? Also wie kommt man dann von Italien nach Deutschland? Mein erstes Mal in Deutschland war wirklich in Cottbus. Ach. Ja, ich war mit meiner Kompanie von Milano hier gekommen für eine Gastspielvorstellung hier in unserem Theater. Und dann, ein Jahr danach, ich habe hier Guest gemacht für die Rolle von Giulia in Romeo und Giulia von Ralf Rosa. Und jetzt, ich bin hier von schon ein Jahr. Und wie alt bist du jetzt? Ich bin 22 jetzt. 22 Jahre. Stehst du auf? Hast du Training oder schläfst du erstmal lange und hast nur Nachmittag oder Abend eine Vorstellung? Nein, wir haben Training jeden Tag und dann wir haben Probe bis 2 und dann wir haben eine kleine Pause und dann normal von 6 Uhr bis 22 Uhr und dann manchmal ja Vorstellung und ja oft wir haben Vorstellung, aber ja jeden Tag. Einen Tag frei, vielleicht. Also viel zu tun. Ja, viel zu tun, aber gut. Ich mag wirklich, was wir machen und die Repertoire, die Produktion, die Ensemble, wirklich ist alles ganz toll. Nein, ich wohne hier jetzt. Ja, mein Leben jetzt ist wirklich hier. Ich habe alles hier. Ja. Aber Familie ist jetzt nicht. Nein, Familie ist immer in Italien. Fährst du in dem Urlaub oder mal, wenn frei ist? Genau, sie kommen, aber ja, sie sind nicht gesehen.
Ich muss sagen, ich bin wirklich glücklich jetzt, weil wirklich in vielen Sachen ich bin nicht gut, weil ich bin wirklich glücklich mit meiner Arbeit, mit meinem Privatleben, mit meiner Familie, alles wirklich gut. Aber ja, ich für meine Karriere, genau. Ich hoffe, kommt wirklich viele neue Rolle und viele neue Sachen zu tanzen. Aber für diesen Moment, ich bin wirklich gut in diesem Theater. Und ich hoffe, ich kann hier bleiben. Wie kommt ihr denn mit dem Proben voran? Naja, langsam. Also jetzt müssen wir erstmal mit Licht erstmal ausprobieren. Also erstmal geht die Technik, also diese Effekte vor. Und ja, also Schritt für Schritt. Ist es auch die Schwierigkeit bei dem Stück mit der Technik, mit dem Licht? Also schwierig, also für uns jetzt nicht. Das ist Neues, muss zusammenkommen. Und das braucht ein bisschen Zeit. Und wir müssen jetzt ein bisschen warten, nochmal probieren und gucken, wie es geht. Also ohne die Effekte kann man nicht wissen vorher, wie es wird. Also dann Schritt für Schritt langsam. Und ja. Richtig. Aus Frankreich und Italien. Genau. Jason und Greta, ich habe munkeln hören, ihr seid ein Paar. Das stimmt. Schon länger oder? Boah, ein Jahr ungefähr. Ein Jahr. Er ist mein Prinz und das ist dieselbe in meinem Leben. So für mich war wirklich einfach diese Liebe zu zeigen. Aber ja, auch weil wir tanzen, manchmal wir müssen tanzen mit anderen Leuten und ja, das ist ein bisschen schwierig, aber für mich war es sehr schön, diese Rolle machen mit Jason, weil es war wirklich echt ein Gefühl. Das ist für mich. Das war kein Faken, das war echt auf die Bühne. Ja. Perfekte Rolle für uns. Ja, ja. Ich war wirklich als Paar zu tanzen und diese Geschichte zu zeigen, war eigentlich das perfekt für uns. Ja, okay. Aber die Choreografin, sie muss sagen, wer macht eine Rolle, wer macht die andere. Und wir waren wirklich glücklich zu machen, das zusammen. Aber das ist nicht immer so. Mhm. Vielleicht wir müssen auch mit anderen Frauen, Männern tanzen, aber das ist okay, das ist... Aber keine Ahnung, ob Gundul hat für uns das gemacht? Genau, in Spanienzell, es gibt eine Pas de Deux. Er muss tanzen mit einer anderen Tänzerin und das ist wirklich dieses Gefühl. Und ich muss dieses Gefühl zeigen. Aber in... Normalerweise, das ist ganz normal und ja. das ist unsere Arbeit, so ist. Aber die Sache ist, in diesem Stück zum Beispiel, ich tanze mit Denise, fast dasselbe Pas de Deux, als ich tanze mit Greta. Aber ich weiß nicht, wer ist sie? Ist das Greta oder ist das Denise? Ja, ich habe keine Ahnung. In diesem so, ich mache dasselbe mit beides. Ja, klar, mit Greta ist was anderes. Es gibt immer diese Magie zusammen, wenn wir tanzen. Aber ich denke nicht, dass du eifersüchtig bist. Nein. So. Nein. Wärst du auch nicht, wenn Greta mit jemandem... Doch. Ja? Doch.